gewesen wäre, würden wir. Ja, aber trotzdem müssen wir da jetzt nicht mehr drüber reden. Machen. Bauen wir heute die Scheiße noch? Nein, wir lassen das mal. Ja, eben, das kann sein. Was hat mich an dem Stück angesprochen? Also, erstmal kann ich sagen, dass es für mich in den letzten Jahrzehnten, aus der Länge der Stücke, die ich gelesen habe, ist es eines der bestgeschriebenen Stücke überhaupt, weil es unsere Gesellschaft in Bezug auf junge Leute reflektiert, ihnen einen Spiegel vorhält, auf eine sehr komödiantische, lustige Art und Weise und dennoch es schafft, in die Tiefe zu gehen. Es ist eine einmalige Situation geschaffen worden von dem Autor, die beginnt, das ist ja auch im Programm zu lesen, die beginnt bei IKEA, da wird die Babyfrage gestellt und dann entwickelt sich ein Beziehungsablauf, der sich über ein ganzes Erwachsenenleben gestaltet. Mach doch mal! Und dann spielt ihr das Auto mal hier und dann sagst du, oh, da, und dann ist das mal, du hast gesagt, und dann ist das unser Zuhause. Das hattest du mal so als Idee von letzter Woche oder vor zwei Wochen gesagt. Das fand ich eine scheiße Idee. Das alles von dem Autor auf das Blatt Papier gebracht mit der Anweisung, keine Toneinsätze, keine Lichteinsätze, kein Bühnenbild. Es ist einfach die Konzentration auf den Text und zwei Schauspieler. Und das fordert all das, was man vom Theater erwarten kann, weil es ist tatsächlich der Zuschauer in seiner Fantasie, in seiner Projektionskraft teilweise gefragt. Und es sind die zwei Schauspieler gefragt, die all das in dem Zuschauer natürlich bewirken müssen.